Hallo ihr Lieben, da ist eure Kocheule. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute dreht sich wieder alles ums Thema Zubehör. Wir haben ja gesagt, wir wollen euch das ein bisschen einzeln präsentieren, damit ihr so wirklich die einzelnen Produkte auch in der Suche finden könnt, wann euch wirklich spezifisch was interessiert. Zusätzlich gibt es natürlich immer wieder neue Sachen, die uns über den Weg laufen. Und heute geht es ums Brötchen und Baguette backen. Es ist so, ich habe jetzt mal zwei Produkte für euch da, die ich wirklich immer hernehme. Es sind auch die einzigen zwei, was jetzt in die Richtung gehen, die ich verwende. Und ich bin einfach von beiden begeistert. Ich liebe sie und jedes hat so für sein Einsatzgebiet einfach völlige Vorteile und ist einfach, sind meine Favoriten sozusagen. Und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, möchte ich euch natürlich mitgeben, damit ihr das für euch herausfinden könnt, ob das nicht für euch auch etwas ist. Ich kenne das selber, es ist ein mega Angebot an Zubehörsachen, grundsätzlich in der Küche und was den Thermomix angeht, es wird auch immer mehr und von allen Seiten. Man hat so das Gefühl, man muss alles haben und man fragt sich dann einfach oft so, ist das jetzt eigentlich wirklich was für mich? Brauche ich es tatsächlich? Oder ist es nur jetzt so, dass es Glas war, aber ich habe eigentlich dann gar keinen Nutzen dafür? Ja, und deshalb bin ich hier. Damit ihr euch einfach zeigt, was ich persönlich wirklich toll finde. Ich habe das getestet und ihr könnt euch das dann so bei mir ein bisschen anschauen und entscheiden, ob denn das für euch auch was ist. Und ich bin mir sicher, es ist auch jemand von euch dabei, der dann mal bei dem ein oder anderen Ding sagt, nein, das brauche ich nicht. Und das soll ja voll legitim sein. Ich will da niemanden irgendwas aufschwatzen, Verkaufsgespräche führen. Es soll einfach wirklich nur für euch ein Bild sein von Dingen, die es gibt. Und genau, ihr habt die Möglichkeit, euch das zu zeigen und das tue ich natürlich liebend gerne. So, wir haben da zum einen einmal, habe ich von Stetter, das Baguette-Blech. Das ist ja wirklich jetzt keine Werbung für die Firma in dem Sinn. Es ist einfach nur, ich möchte euch, ihr kriegt unten den Link in der Videobeschreibung, ist ein Amazon-Link. Übrigens, dazu möchte ich nur kurz erwähnt haben, wenn ihr über diese Links von uns einkauft, könnt ihr uns für euch total kostenlos damit unterstützen. Das läuft im Hintergrund. Kein Muss, ich wollte es nur erwähnt haben. Genau, also den Code findet ihr unten in der Videobeschreibung. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Es haben eben in dem Fall 3 Baguetteplatz oder eben insgesamt 9 Weckerl. Das heißt, ihr könnt euch da vorstellen, das wären dann so längliche Baguette-Weckerl, die kennt ihr bestimmt auch. Und sowas könnt ihr machen oder eben ein ganzes Baguette in einer Reihe. Es ist voll super im Sommer für Knoblauchbrot, also zum Grillen, Knoblauchbrote, Kräuterbrote. Aber auch wenn ihr wirklich nur französisches Baguette machen wollt, kleine Brötchen in der Früh. Ich habe auch schon oft einmal diese Vollwert-Baguette, habe ich einfach kleine Brötchen draus gemacht in der Früh, weil es ruckzuck funktionieren. Also wirklich sehr, sehr, sehr viele Einsatzmöglichkeiten und dafür einfach eigentlich relativ banal, relativ unkompliziert zum Verstauen. Keine Zubehörsachen, großartig, also es ist wirklich nur dieses eine Teil und finde ich wirklich, wirklich super. Zum anderen habe ich aber noch, das zeige ich jetzt auch da, weil da habe ich von dem anderen habe ich leider die Verpackung nicht mehr, aber von dem schon, weil ich das noch nicht allzu lange habe, aber ich bin über den, ja, ich bin dem Baguette, also dem Brötchenbackblech über den Weg gelaufen, wie wir damals in München bei Wundermix waren. Ist auch von Wundermix, ich habe das vorher noch nicht gesehen und bin einfach so froh, dass mir das da dort unterkommen ist, weil ich habe, wie ich das gesehen habe, ich wusste, ich muss das jetzt haben. Hab dann auch gleich, ja, also gesagt, bitte danke. Und da ist es. Hab das natürlich jetzt für euch ausreichend getestet. Ich habe da drin wirklich gemacht von Roggenbrötchen, Dinkelbrötchen. Dann habe ich da jetzt, das sind zum Beispiel, das ist eigentlich meine Dinkel-Joghurtkruste in Mini. Also einfach der Teig von der Dinkel-Joghurtkruste und in Weckerlform, Brötchenform. Dann könnt ihr Laugenbrötchen drin machen. Ihr könnt kleinere Brötchen machen, die dann in dem Fall so ausschauen. Ihr könnt es aber dann auch größer von der Teigmenge her. Das heißt, ihr könnt euch da ein bisschen variieren. Das ist zum Beispiel jetzt eins ohne Salz und ohne Gewürze in dem Sinn. Das ist für einen Raphael, also für unseren Kleinsten. Da habe ich einfach kleinere mitgebacken, weil die einfach dann super zum Halten sind, wenn sie halbiert sind. Da nagt er dann so mit den ersten Zähnchen dran herum.
Und die anderen sind dann einfach ganz der normale Teig. Also ihr seht, es ist wirklich ein cooles Teil. Es hat eben, es haben 9 Brötchen Platz. Das finde ich eigentlich auch cool, weil das ist wirklich eine schöne Zahl. Also ist jetzt nicht so, weil 6 finde ich immer so ein bisschen, ja, wenig fast. Bei uns mit 5, also 4 Personen, die doch dann essen, ist das fast schon ein bisschen wenig. Also 9 ist echt ideal. Und sie haben einfach eine nette Größe. Ich sage jetzt einmal für die Jausenbox oder wenn man zum Beispiel Gäste hat, finde ich, schauen die recht cool aus, weil man die einfach, wenn man die halbiert und dann mit Lachs oder so belegt, es schaut einfach nett aus. Also mir gefallen die total gut und ich finde jetzt auch grundsätzlich, was bei den beiden voll toll ist, ist diese gleichmäßige Hitzeverteilung, weil sie haben alle diese Löcher, gell? Also sie haben da, seht ihr das? Überall Löcher, von oben sieht man es genauso, und die haben wir eben da auch. Gell? Und Antihaftbeschichtung, das heißt, es bleibt euch nichts kleben. Ich habe die wirklich nur die Brötchen gemacht, habe da nichts befettet, nichts bemehlt und die sind super, super rausgeflutscht, da war gar kein Problem. Und sie sind wirklich rundherum knusprig, sie sind überall gleichmäßig gebacken und das ist einfach das Schöne daran. Ja, was ist jetzt nur wichtig? Sie, also das Brötchenbackblech hält 230 Grad aus, wobei ich das auch schon bei 240 Grad gebacken habe. Also ich habe da ehrlich gesagt nie genau jetzt geschaut, aber das hält es auf jeden Fall aus. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Genau, und ansonsten braucht ihr da wirklich nichts da, also wie ein bisschen Spüli einmal kurz drüber waschen oder auch oft wirklich nur feucht abwischen. Wenn ihr da ja nichts verwendet, sind da nur die Brötchen drin waren, braucht es nur einmal feucht abwischen und die Sache hat sich und es ist wirklich wieder sauber, ihr verstaut es. Sie sind vom Stauraum her wirklich, also sie brauchen nicht viel Platz. Ja, schaut auch nett aus, wenn ihr das zum Beispiel gefüllt habt. Also ich habe jetzt zwar nicht mehr alle leider, die sind alle schon ein bisschen flöten gegangen. Und das dann einfach also abgekühlter am Tisch stützt. Also ich finde das Blech an sich von diesem Brötchenbackblech, finde ich, schaut recht nett aus. Also das ist jetzt einfach so wieder was, was man haben kann, nicht haben muss. Aber ich finde, jeder von euch, der wirklich viel Brot backt, der das aber auch sagt, ich möchte das vielleicht gern mehr da, mir fehlen so die gewissen Hilfsmittelchen, dass ich mir einfach leichter tue, dann sind das einfach zwei Dinge, die ich wirklich wärmstens empfehlen kann, weil es einfach jeden, es erleichtert auch euch, diejenigen, die vielleicht auch mit dem Brötchenbacken noch nicht so die Erfahrung haben und wo das einfach noch nicht so rund wird, zum Beispiel, also ist ja das Schleifen und das Ganze nicht immer so einfach für jeden, dann ist das da nicht so genau, gell? Also ist wirklich so, dass ihr da auch mal was relativ unförmig reinschmeißen könnt. Es hat ja dann einen Halt und es wird trotzdem super. Das ist wieder was anderes, wenn ihr natürlich das einfach aufs Blech setzt mit Backpapier, dann hat es keinen Halt und nichts und dann ist das oft ein bisschen schwieriger. Ja, mehr habe ich nicht mehr zu sagen, als wie, dass ich es echt beide genial finde. Ich werde euch natürlich den Link von beiden unten in die Videobeschreibung geben. Und vergesst es auch nicht, dass, wenn ihr jetzt das Brötchenbackblech von Wundermix euch holen wollt, vergesst nicht auf den Gutscheincode Kocheule, dann spart euch 5% auf den Einkauf. Genau, das findet ihr aber, wie gesagt, auch alles unten in der Videobeschreibung. Bei Fragen, bei Unklarheiten, einfach wirklich kontaktiert mich über die E-Mail-Adresse, schaut auf der Homepage vorbei, schreibt unten einen Kommentar in der Video, also unter dem Video. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall beim Shoppen und beim Brötchenbacken ganz viel Spaß und wir sehen uns ganz bald wieder. Alles Liebe, ciao!